Willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations, meine Damen und Herren. Ich habe ein kurzes Verschnaufpäuschen gemacht. Dabei bin ich weggetreten. Aber übelst weggetreten, ne? Und habe das Spiel noch so laufen lassen. Ne? Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen zur nächsten Mission. Ich habe einen Grund, warum ich momentan eigentlich gar keine Lust habe zu reden. Das hat nichts zu tun, dass ich jetzt irgendwie faul bin oder so. Und das hat im Moment damit zu tun, damit ich schneller durchspielen kann. Ohne großartig Probleme jetzt die ganze Zeit. Sonst quasi lege ich mir hier einen Ast ab. Noch einmal. Ich mache... Ohne ins Wasser zu fallen, ist ja noch schon. Ich sage, es gibt einen Grund, warum ich mich hier jetzt nicht zu Tode quassen will. Da ich mich besser ein bisschen konzentrieren kann, das Spiel zu spielen. Ohne jetzt die ganze Zeit hier so, ja, da muss da dies und das und alles andere. Ich denke mal, die Leute, die Revelations gespielt haben, die werden natürlich mir eh nicht unbedingt zugucken, ne? Sondern die sehen ja selber, wie ich die ganze Zeit verkacke. Das kommt halt daher, da ich die ganze Zeit mich zu Tode laber. Überwiegend zum Teil. Rahmen. Jedes Mal. Ja, mit Wasser füllen nicht unbedingt. Sorry. Mehr Wasser raus. Wie gesagt, überwiegend froh, wenn ich das eigentlich dann durch habe bei Revelations, weil wie gesagt, es gehört nicht unbedingt in meine Lieblingskategorie Spiel. Jetzt mal fahren. Richtig. Ich glaube, dass ich falsch bin, oder? Oh, nein. Ich war auch richtig. Egal, geschafft aber. Wie gesagt, Revelations gehört nicht unbedingt zu meiner Lieblingsreihe. Es gibt auch gewisse diverse Gründe, warum eigentlich. Ich bin zum Teil froh, dass man die Rüstung, also die legendäre Rüstung, rechtzeitig bekommt, aber sie hat irgendwie keine großartige Bedeutung mehr, was mir beim 2er natürlich sehr, sehr, sehr gefallen hat. Auch beim 3er nicht. Bei Brotherhood hat es mir ebenfalls eigentlich sehr gut gefallen, dass die Rüstung eine besondere Bedeutung hatte. Gut, bei dem einen war es halt Altair, bei dem anderen war es halt Brutus, der Mörder von Caesar.
also nicht der Mörder, sondern ein Teil der Mörder, wo mir halt persönlich gefallen, nicht gefallen hat, aber gut. Mir muss sagen, also die einzige Rüstung, die mir wirklich persönlich gefallen hat, war tatsächlich eigentlich von Ezio, also von Altair, das Gewand. Dann gab's noch die von Kenway, genau, von der ersten Zivilisation. Die gab's ja auch noch, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Sie war schlicht und einfach und hat mir gefallen. Vor allem, weil sie Kugeln abwehren konnte, das war mega cool. Hallo, es konnte nicht jede Rüstung. Die werde ich mir auf jeden Fall auch bei der nächsten Aufnahme ebenfalls gönnen. Wie gesagt, die Rüstung finde ich mega geil. Kann auch sein, dass ich wahrscheinlich sogar drei Spielstände habe. Ich glaube, ich muss sogar tatsächlich eins löschen. Wir sind sogar beim letzten angekommen. Tatsächlich, schnell, fix. Genug. Welche Rüstung gab es eigentlich danach? Vom Aussehen her, so die Rüstungen, gab es auch noch Connor von Brotherhood, die mir sehr gut gefallen hat, also vom Aussehen her. Gegentreten mal, funktioniert auch immer. Ins Wasser fallen können wir jetzt gar nicht mehr großartig. Oder doch? Ne, eigentlich nicht mehr. Das hat es geschafft, ohne einmal ins Wasser zu fallen. Ich weiß, wo man hin muss. Oder eigentlich schon weiß, aber natürlich halt. Ja. Die kommen alle so nacheinander erst. Ah, wenn er erst kommt, dann gehe ich jetzt. Nö, so lange gehe ich da nicht runter. Ich sag, Revelations gehört leider nicht zu einer meiner Lieblingsreihe. Definitiv nicht. Eher mal zu den wenigen, ja. Mehr zu den wenigen am Liebling. Was ich tatsächlich nicht gespielt habe, war tatsächlich Liberation. Das wird wahrscheinlich einer meiner Parts sein. Wenn ich es aufnehmen sollte, dann erst am Ende, nach Origins oder so, würde ich Liberation spielen. Eventuell so als kleiner Zusatz, wenn überhaupt. 5 Massivschlüssel. Sehr gut. Plündern. Schaffe ich es noch? Jawohl. Ein Ajo, klar. So, geschafft ist geschafft auf jeden Fall. Das finde ich schon mal gut. Was gab es noch als coole Rüstung eigentlich? Wie gesagt, also vom Aussehen her natürlich die türkische ist so Gewöhnungssache, finde ich. Ich finde, sie hat was Cooles an sich, so ein bisschen so, was... Natürlich Osmanisches natürlich, was mir natürlich sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, hier hat die Rüstung eigentlich sozusagen so fast gar keine Bedeutung mehr. Irgendwie, wo die jetzt sagen, oh, der war unser Meisterassassine im Osmanischen Reich. Diese Rüstung wurde da und da. Und es gibt verlorene Memoiren, wo man suchen muss und alles andere. Die sind versteckt in ganz Konstantinopel, wo man suchen muss. Na klar, muss man ja auch suchen, so ist ja nicht.
Aber irgendwo, wo man jetzt sagen muss, dass man jetzt beispielsweise sie erwerben muss oder sowas, dass jetzt einer sagt, oh, ich habe die jetzt für 5.000 oder 6.000 irgendwie so oder ein bisschen mehr halt, ah, ich verkaufe die und alles andere, dass es auch sowas gibt, fände ich cool. Wer Gangster, muss man sagen. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist, wer Gangster, so ein bisschen so auf Teufel komm raus, wenn du die haben willst, dann blech auch ein bisschen dafür was. Natürlich kommt man dann an Geld natürlich hier leicht ran, aber wenn man beispielsweise so eine Memoirenseite haben will, dass man beispielsweise dafür zahlt. Natürlich kann man jetzt warten, wie ich ab und zu mal sich Geld sammeln und dann die Seiten kaufen, oder man macht es halt irgendwie folgendermaßen, man hilft ihm irgendwie eine Mission oder so, wo man jetzt sagt, ah, es gibt jemanden, den du für mich töten müsstest oder so, und dann kriegst du die Seite für einen halben Preis, oder wenn du zwei dann tötest, kriegst du sozusagen umsonst, weil die ihn sozusagen verfolgen oder hinter ihm her sind, seinen Laden kaputt machen jedes Mal, oder Templer wahrscheinlich sogar sind, irgendwie sowas ähnliches hätte ich eingebaut. Aber da ist natürlich wieder Ideen um Ideen um Ideen, die natürlich Jacke wie Hose sind. Da kommen, bekreuzen sich die Ideen, wie gesagt. Das, er sagt an sich, eine coole Rüstung ist es das. Sie hat so viele Features, Kleinigkeiten wurden sehr geachtet. Wie gesagt, ich finde, sie sieht sehr, sehr cool aus. Hebt sich von dem Weiß natürlich stark ab. Es heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Niemanden außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Gut, Altair ist natürlich nicht mehr der Jüngste, aber langsam nähern wir uns zu dem Ende zu. Grausam. Erhoben Sie Ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint Ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben Sie, denn Sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Ich herrsche den Röcheln ohne Ende. Natürlich muss er langsam laufen, so ich habe Angst, dass wir dem Kerl wehtun. Ach, verdammt. Wenn ich schneller laufe, klappt er mir komplett zusammen jetzt.
falsch laufen vorher. Aber so schlimm ist es gar nicht. Verschwinde von hier! Zack. Lauter, hier ist hier. Hier im Dorf. Sag in der Boot Bescheid. Schnell. Assassinen, zu mir! Hallo, hallo. Dieser Mann, den kenne ich doch. Erstmal richtig fett in die Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Du bist nichts ohne das Artefakt. Nichts. Elender Katagreis. Folgt mir nach zur Burg. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Schon wieder kann er langsam laufen. Na gut, so schlimm ist es ja auch gar nicht. Ein bisschen alter Opa laufen. Fehlt nur, dass er anfangs wie so ein Tatakreis zu reden. Gut. Langsam, Opa, brauchst Gehhilfe. Die hat ganz schön Schaden genommen im Gesicht. Alter, hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Die Assassinen sozusagen zwiegespalten. Ne? Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Meinen Respekt, Mentor. Ja, was? Ich kämpfe für euch. Ach, verdammt. Mist. Willkommen, Alter, hier. Willkommen zurück. Anwesenheit. Nieder mit euch. Nieder mit euch. Betrüger. Verrecke. Nieder mit dir. Stirb. Es ist mir eine Ehre. Gemeinsam zum Sieg, Mentor. Wie sonst soll ich die dann umnieten, ne? Egal, ich hab's vor lauter Dings vergessen bestimmt schon. Willkommen zurück, Mentor. Ist doch egal. So schlimm ist es gar nicht, wie gesagt. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein, ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Doch. Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen. Und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt. Von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch.
Ich kann euch niemals vergeben, Altair. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Ja, ich glaube, später, wenn ich mir so angucke, was ich alles als so synchronisiert habe, ist bestimmt davon nicht mal 10%. Weil es mir irgendwie egal ist, da ich das Spiel eigentlich durchhaben will. Gilt eigentlich nur den Aufnahmen, ja nicht? Es gilt eigentlich nur, dass ich alle Spiele als Aufnahme mal gehabt habe oder habe. Eliminieren Sie den feigen Hauptmann der Templarfeste, bevor er entkommt. Ja, ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Wohlgemerkt. Er hatte tatsächlich nichts anderes. Schön, euch zu sehen, Mentor. Sieht man eigentlich auch die Rüstung, die ich jetzt anhab, irgendwie? Ja, ich hab Pascha, ja, hier. Wird angezeigt. Schade, wird nicht angezeigt, wie es da aussieht. Egal, so schlimm ist es eigentlich auch gar nicht. Ich muss gucken, wo Dings ist. Ich möchte Dings suchen. Wo ist denn mein zum Abkürzen, dass ich nicht die ganze Zeit hier. Das Tunnelsystem. Ich hätte doch auch irgendwo ein Tunnelsystem gehabt, oder spinne ich? Naja. Dann nehme ich halt irgendwo hier so ein Tunnelsystem halt her. Ist auch nicht so schlimm. Ist irgendwo hier eins gewesen? Ah, furchtbar. Ich hasse das, wenn ich das suche und ich finde es nicht. Doch, da ist es doch, wenn doch richtig. Mein Gott. Wo ist das da eins ist? So, aua. Tunnelsystem. Das Witzige ist, Tunnelsystem unter Wasser funktioniert eigentlich auch hier. Unterschlupf. Galata-Turm, nein. Arsenale, Hagia Sophia, wo ist denn das? Der große Basar hier, zack. So, sind wir schon mal in der Nähe, das passt schon mal. Das ist viel besser. Als die ganze Zeit jetzt querbeet durch halb Konstantinopoli zu latschen.
Geh weg. Lasst mich. Rugby. Ich hoffe, in dem Alter bin ich nur halb so fit. Nein. Sayin Auditore. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Hanitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Niemanden mit Klingen töten. Nee. Ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Naja, noch packen wir das in diesem Part. Aber ich glaube, wir sind mit so 60%, so 60. Sind tote Menschen. Willst du nicht etwas unternehmen? Der Kerl dort kommt mir weg. Du entkommst nicht! Mit Klinge töten, ne? Okay, dann ist allgemein Klinge gemeint. Naja, egal. So schlimm ist es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht dafür Zeit unbedingt. Warum nicht? Ja! Hau den ganzen Turm gleich weg. Die Schiffe sind bewaffnet. Sie wollen euer Schiff halten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Ah, griechische. Ja.
Maske auf, mal keine. Warum nicht? Selber alles in die Luft. Er darf das Schiff nicht erreichen. Ich habe meine Befehle. Der Wasser kommt in die Luft. Da! Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Tja. Geschafft. Auch wie gesagt, wieder mit natürlich einer vollen Synchronisationsfehlschlägung gescheitert. Mit einer Synchronisation, wie gesagt, also 15 Mal wiederholen muss ich mir ja gar nicht. Ich habe kein 7, dann kommt nur noch die 8, glaube ich. Dann ist vorbei schon. Und 9 ist, glaube ich, nichts Großartiges. Ich glaube, 9 ist noch die letzte Mission dann. Ich glaube nicht mehr, dass wir viel haben. Gott sei Dank. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Will. Du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Naja, ich meine, hat er recht. Die Templer dürfen es nicht haben. So, schauen wir noch dieses kleine Film... Oh, wir wurden wieder rausgekickt. Schon lange her. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Dass wir schon eine lange Zeit aus dem Animus gekickt worden sind wieder. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte, ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. In dieser Hinsicht sage ich schon mal bis gleich zum nächsten Part.